So, aber da hinten, da beginnt schon hier dieses Schattenreich. Hier ist ja ein Bett, ne? Wir wollten doch auch mal schlafen, ne? Wollen wir das nicht mal machen? Questerfolg. Schattenreich gefunden. Oh Mann. Was? Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? So, da sind wir jetzt in einer Art Traum. Und, können hier uns auch bewegen. Und da hinten, da steht jemand. Interessant, ne? Hier sind so kleine Feuerschalen. Na gut, dann werden wir mal mit dem mal reden, wa? Den kennen wir aber nicht. Doch, das ist Mendoza. Ah ja, das ist interessant. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen. Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Ja, Mendoza, der hat sich ja echt gut gehalten, ne? Hier, mit seinem Auge und so weiter. So, wo sind wir denn überhaupt hier? Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte! Oh Mann, was für ein Albtraum. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Bones ist doch mein Arzt. Vielleicht hat er was für mich. So, da haben wir jetzt Seele minus 1 bekommen. Aufgrund des Schlafens. Da müssen wir mal eben sehen. Da sind wir jetzt ja auf neutral, beziehungsweise 51. Dass wir das so ein bisschen irgendwie uns überlegen, wie wir das dann hinbekommen, dass wir da die richtige Balance finden. Wir haben 4760 Ruhm-Punkte. Also das heißt, wenn wir jetzt hier in diesen Fingerfertigkeits-Skill investieren, dann könnten wir tatsächlich auch mal hier so eine Truhe aufmachen, ne? 15. 20. Also mal eben sehen, 25 könnten wir machen, reicht aber für die 30er Truhen immer noch nicht aus, ne? Aber wir müssten das dann parallel auch mit hochziehen, also mit Geist und Magie, da können wir jetzt im Prinzip eigentlich noch gar nicht so viel mit anfangen. Beeinflusst die Wirkung von Zaubersprüchen, Voodoo-Magie, Kristallmagie,
Da haben wir jetzt ja auch erstmal nur die ganz einfachen Dinge hier mit den Spruchrollen und so weiter. Das lassen wir mal eben. Ich denke mal, Fingerfertigkeit sollten wir ein bisschen was investieren, auch wenn wir jetzt da noch nicht so weit kommen. Dann überlegen wir mal Einfluss, wer hier Silberzunge einschüchtern. Auch nicht so verkehrt. Da haben wir 25 einschüchtern. Ich denke mal, wenn wir da nochmal so einen drauf geben, dann sind wir auf 30 Silberzunge und 20 einschüchtern. List ist die Geschichte mit den Pistolen und den Wurfdrücken. Das lassen wir, glaube ich, erstmal. Fernkampf haben wir ja eigentlich jetzt bisher auch noch gar nicht, ne? Also da haben wir noch keine Waffe oder sowas. Da, das können wir uns auch erstmal schenken. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal auf Nahkampf nochmal gehen. Oder auf Härte. Also klingensicher, kugelsicher, magiesicher. Ich denke mal, lassen wir uns mal da noch mal einen drauf geben. So, und dann gucken wir mal, wie wir dann da weitermachen. Okay. Nochmal eben sehen, wie das jetzt hier mit der Truhe aussieht. Können wir reingucken, aber die hier war, da haben wir 20 von 20. Und da fehlt uns jetzt aber irgendwie noch einer. Irgendwas fehlt uns da noch, ne, an Skill. Also den Fingerfertigkeitsskill 20, den haben wir. Und Diebeskunst, alle dann Diebesfähigkeiten. So, da haben wir Taschendiebstahl, Silberzunge, Schleichen könnten wir gebrauchen, Krämer, das war das mit dem Handeln. Und hier Panzerknacker. Ich denke mal, wahrscheinlich brauchen wir einen von diesen Skill, um überhaupt Schlösser aufmachen zu können. Ne? So, was ist hier los? Oh, da kommt so ein Höllenmann an. Hier. Na? Na, okay. Also diese blaue 10, die verstehe ich jetzt noch nicht. Aber gut, das werden wir dann herausfinden. Hier könnten wir ja reingucken. Da haben wir einmal Maki und einmal Wasser. Okay. Ne, gehen wir mal hier Richtung Puerto Sacarico. Die Ratte nehmen noch mit dir, komm her. 10 Rumpunkte könnten nachher entscheidend sein. So, das da hinten, das Schattenreich, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Wir müssen in... Naja, wir müssen da durch, ne? Also hier müssten wir im Prinzip lang. Ich meine, solange das jetzt hier nur diese Höllenhunde sind, geht das eigentlich? Ah, okay. Verdammte Scheißschatten! Der geht. Es dürfen halt eben auch nicht größere Gegner werden, ne? Die packen wir dann nicht. Da ist noch so einer von denen. Jetzt
schlage ich ein paar Schädel ein. Scheiß Schatten. So. Ja, hier bei unser Nahkampf-Skill, der macht sich dann doch ein bisschen bemerkbar, finde ich. Oh, oh.